Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen. Geht das und wenn ja, wie, wie oft und wie lange? Wenn ich einen befristeten Arbeitsvertrag habe, dann ist ja immer irgendwie eine, zumindest bei der kalendermäßigen Befristung, ein Ende datumsmäßig vorgegeben. Wenn jetzt dieses Ende abläuft und ich einfach weiterarbeite, dann habe ich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Dann hat sich quasi der befristete Arbeitsvertrag durch die Weiterarbeit automatisch verlängert. Das gilt auch übrigens dann, wenn der Arbeitgeber nicht aufpasst und mich einfach weiter beschäftigt und ihm das dann monatlich nicht. Ich habe nämlich schon einen unbefristeten, dass der nicht schriftlich vorliegt, ist überhaupt kein Problem. Ja, man muss da immer zwischen dem schriftlichen Vertrag und dem tatsächlichen bestehenden Arbeitsverhältnis unterscheiden. Ich habe zwar einen befristeten schriftlichen Vertrag, ich habe aber tatsächlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Wenn der Arbeitgeber mir das nicht glaubt, kann ich das auch gerichtlich feststellen lassen. Wie kann man jetzt aber solche oder wie lange kann man solche befristeten Verträge eigentlich verlängern? Auf Arbeitgeberseite ist es so, dass wenn ich die Verlängerung unwirksam ist, dann habe ich immer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Wirksam befristen kann ich entweder, wenn ich einen Sachgrund habe, das ist zum Beispiel die Vertretung von Kranken, von Leuten, die in Elternzeit sind, in der Schwangerschaft, ja, also alle Vertretungsfälle, dann vorübergehende Bedarfe, Projektbedarfe und so weiter, also solche Sachgründe. Da kann ich theoretisch so lange befristen wie möglich bis zur Grenze des Rechtsmissbrauchs, wenn ich zum Beispiel so eine Projektbefristung mache. Wenn ich aber weiß, es gibt eh immer wieder ein neues Projekt, dann kann es irgendwann sein, dass diese Befristung unwirksam ist, wenn ich die immer wieder, als wie man nennt das Kettenbefristung, wenn ich die immer wieder mache. Wenn ich so eine Befristung mit Sachgrund habe, kann ich also durchaus diese Befristung immer weiter verlängern. Bei einer Befristung ohne Sachgrund, also die sogenannte kalendermäßige Befristung, bin ich limitiert. Ich kann maximal, da muss man in den § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz gucken, ich kann maximal für die Dauer von 2 Jahren ohne Sachgrund befristen. Und wenn ich jetzt am Anfang nicht die 2 Jahre ausschöpfe, kann ich innerhalb der 2 Jahre maximal 3-mal verlängern. Also ich kann 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate machen. Ich darf aber nicht mehr als 3-mal verlängern und ich darf auch nicht über den 2-Jahres-Zeitraum hinauskommen. Ansonsten habe ich wieder genau dieselbe Folge. Dann ist nämlich das Arbeitsverhältnis unbefristet, wenn ich das als Arbeitgeber verletze. Als Arbeitnehmer können Sie sowas natürlich gerne unterschreiben, wenn Sie die Verlängerung über 2 Jahre haben oder die 4. Verlängerung innerhalb von 2 Jahren, dann haben Sie nämlich, wenn Sie das unterschreiben, schon ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ja, soweit. Man kann also als Arbeitnehmer sagen, Verlängerungen sind immer gut, weil möglicherweise bin ich dann irgendwann im Unbefristeten. Man muss aber immer aufpassen, wenn man neue Verträge unterzeichnet, weil immer nur der letzte Arbeitsvertrag auf die Wirksamkeit der Befristung hin überprüft wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine unwirksame Befristung habe und ich mache einen neuen Vertrag und dessen Befristung ist wirksam, weil ich zum Beispiel einen Sachgrund habe, plötzlich Schwangerschaftsvertretung, dann komme ich an die alte Überprüfung nicht mehr ran. Ja? Das heißt, in solchen Fällen vor Unterschrift Rechtsberatung einholen. Sie müssen die Befristung immer innerhalb von 3 Wochen nach Ende der Befristung angreifen und außerdem, bevor Sie einen neuen befristeten Vertrag unterzeichnen. Das ist wichtig zu merken. Und auf Arbeitgeberseite muss man immer daran denken, dass man das auch schriftlich haben muss. Mündliche Befristungen sind unwirksam. Wenn der Arbeitnehmer da also schon lange arbeitet, kann ich, wenn der das mitmacht, freiwillig, okay, aber sonst habe ich ein Problem, wenn der dann sagt, nö, ich habe doch schon einen mündlichen, unbefristeten Vertrag, warum soll ich jetzt noch einen befristeten unterzeichnen? Ja. Arbeitgeber merken sich also, entweder Befristungsgrund oder bei kalendermäßiger Befristung immer aufpassen, dass man die Fristen einhält und es schriftlich hat. Arbeitnehmer merken sich, bevor sie eine neue Befristung unterschreiben, immer die alte überprüfen lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Schreiben Sie Fragen gerne in die Kommentare oder schicken Sie uns eine E-Mail bzw. abonnieren Sie unseren Kanal. Danke. Tschüss.